Hallo, bei dieser Übungsaufgabe geht es um die Binomialverteilung. Und zwar haben wir jetzt hier eine diskrete und eine kumulierte Wahrscheinlichkeitsverteilungstabelle gegeben, wo jetzt zwei Einträge fehlen. Und in Aufgabe A sollen wir zum einen diese fehlenden Einträge ermitteln und auch die Parameter n und p der zugehörigen Binomialverteilung herausfinden. In Aufgabenteil B sollen wir dann die ermittelten fehlenden Werte, die wir hier in Aufgabe A berechnet haben, mit dem Taschenrechner unter Verwendung der binomialverteilungsfunktionsbefehle nachrechnen und damit bestätigen. Okay, fangen wir mit Aufgabe A an und überlegen uns, wie wir hier diese fehlenden Werte berechnen können. Zum einen haben wir hier diese Einzelwahrscheinlichkeit p von x gleich 2, die wir berechnen sollen, also zwei Treffer bei einem Bernoulli-Versuch zu erzielen. Zu diesem Zeitpunkt kennen wir ja noch nicht die Parameter n und p. Aber weil wir jetzt auch hier die kumulierte Wahrscheinlichkeitsverteilungstabelle gegeben haben, können wir den Wert hier auch vielleicht damit bestimmen. Bei der kumulierten Wahrscheinlichkeitsverteilung werden doch die Einzelwahrscheinlichkeiten hintereinander aufaddiert. Das heißt doch, dieser Wert zum Beispiel ergibt sich aus der Summe von diesem Einzelwert p von x gleich 0 plus p von x gleich 1. Und diese Wahrscheinlichkeit 0,3154 entsteht doch dadurch, dass man auf diesen Wert, 0,1064, diesen Wert hier, den wir bestimmen sollen, draufgesattelt hat. Oder anders ausgedrückt. Die gesuchte Einzelwahrscheinlichkeit p von x gleich 2 kann man doch berechnen, indem man die Differenz bestimmt von dieser Wahrscheinlichkeit p von x kleiner gleich 2 minus p von x kleiner gleich 1. Wenn wir die Werte einsetzen, dann rechnen wir 0,3154 minus. 0,1064. Und das ergibt 0,2090, was wir dann hier eintragen können. Dann suchen wir auch diesen Wert hier, p von x kleiner gleich 3. Und wie gesagt, dieser Wert entsteht, indem wir auf dem vorhergehenden kumulierten Wahrscheinlichkeitswert, p von x kleiner gleich 2, die Einzelwahrscheinlichkeit für p von x gleich 3 draufsatteln, also plus p von x gleich 3 rechnen. Setzen wir jetzt die Werte ein. 0,3154 plus 0,2787 ergibt 0,5941, was wir jetzt hier eintragen können. So, dann sollen wir auch noch die Parameter der zugrunde liegenden binomialverteilung bestimmen. Und wir sehen ja, dass hier bei der kumulierten Wahrscheinlichkeit bei 8 Treffern der Wert 1 erreicht wird, was ja bedeutet, dass die Länge der Benulikette n gleich 8 ist. Jetzt müssen wir auch die Trefferwahrscheinlichkeit klein p bestimmen. Und das können wir machen, indem wir die Bernoulli-Formel benutzen, die ja allgemein so aussieht. P von x gleich k ist gleich n über k mal p hoch k mal 1 minus p in Klammern hoch n minus k. Was wir schon kennen, ist unser n. Und das ist ja 8. Das können wir schon hier und hier eintragen. Und rein theoretisch können wir für k uns im Prinzip einen Wert hier aussuchen und dann verlangen, dass dann hier jeweils dieser angegebene Wahrscheinlichkeitswert rauskommt. Und dann hätten wir ja eine Gleichung, in der nur noch p vorkommt und dann könnten wir das p bestimmen. Jetzt muss man allerdings ein bisschen strategisch vorgehen, damit das Rechnen nachher einfach wird. Und besonders einfach wird es, wenn k gleich 0 ist. Wenn wir also sagen, p von x gleich 0 und dann ersetzen wir diese k's durch 0. So, und jetzt wissen wir, dass p von x gleich 0 0,0168 sein soll. Damit haben wir unsere Gleichung, der nur noch p vorkommt. Und weil wir k gleich 0 gewählt haben, vereinfacht sich hier so einiges. Denn 8 über 0 ist 1, weil jeder Binomialkoeffizient mit n über 0 ist immer 1. Dann p hoch 0, also eine Potenz mit 0 im Exponenten, ist ebenfalls 1. Und dann steht hier 1 minus p in Klammern hoch 8 gleich 0,0168. Hättest du jetzt einen anderen k-Wert genommen, dann würde es dir schwer fallen, hier nachher nach p aufzulösen, weil du müsstest irgendeine Potenz von p mit einem komplizierten Binom, das p enthält, verrechnen. Aber so haben wir jetzt quasi nur diesen Klammern-Term hoch 8 gleich 0,0168 hier stehen. Um jetzt nach p aufzulösen, ziehen wir zunächst die achte Wurzel auf beiden Seiten. Dann bleibt auf der linken Seite nur 1 minus p stehen und auf der rechten Seite haben wir die achte Wurzel dieser Zahl hier. Und wenn du es mit dem Taschenrechner nachrechnest, dann siehst du, dass das in sehr guter Näherung 0,6 ist. Und jetzt können wir einfach nach p auflösen, weil hier minus steht, bringe ich mal p auf die rechte Seite mit Vorzeichenwechsel und hier bringe ich 0,6 mit Vorzeichenwechsel nach links. Und dann ergibt sich p gleich 0,4. Und so haben wir unseren Parameter P auch bestimmt. Und die Binomialverteilung hat die Parameter n gleich 8 und p gleich 0,4. So, in Aufgabenteil B sollen wir jetzt die Werte, die wir in A ermittelt hatten, unter Verwendung des Taschenrechners nachprüfen. Und unsere Binomialverteilung hat ja die Parameter n gleich 8 und p gleich 0,4. Und mit dem Ti-inspire würdest du p von x gleich 2 mit dem Befehl... Binom PDF bestimmen, p, weil es eine Einzelwahrscheinlichkeit ist. Und dann müsstest du die Parameter in der Reihenfolge np und k einsetzen, also n gleich 8, klein p ist 0,4 und k ist 2. Und da liefert der Rechner 0,209019, was ja auf vier Stellen gerundet diesem Wert hier entspricht. Bei Casio GTRs heißt der Befehl binomial pd und die Parameter müssen der Reihenfolge knp eingegeben werden und damit solltest du dasselbe Ergebnis erhalten. So, dann geht es noch um die rechnerische Bestimmung von p von x kleiner gleich 3. Hier heißt beim TI inspire der Befehl binom cdf und beim casio binomial cd und das c steht jeweils hier für kumulierte Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aber bei den beiden Rechnern ist auch hier wieder die Eingabereihenfolge der Parameter unterschiedlich, aber das Ergebnis ist natürlich gleich und wir erhalten 0,5 594086, was sich auf vier Nachkommastellen gerundet und zum Ergebnis auch entspricht. Und damit sind wir durch und ich hoffe, du hast was gelernt. Danke fürs Zuschauen. Fürs richtige Verstehen und Lernen reicht Zuschauen aber nicht aus. Daher gibt es für die meisten meiner Videos, auch für dieses Video, Arbeitsblätter zum Download, damit du dich schriftlich mit dem Stoff auseinandersetzen kannst. Auch gibt es umfangreiche kostenlose Aufgabensammlungen, alles mit QR-Codes versehen, sodass du dir einen interaktiven Mathe-Lernordner erstellen kannst, der dich auf dem Weg zum Abi begleitet. Übrigens, wenn du den Kanal gut findest, werde doch Kanalmitglied von Mathehoch 13. Ab Level 2 erhältst du vorab Zugriff auf Videos, die erst später veröffentlicht werden oder zu Videos, die ich exklusiv für meine Unterstützer mache. Check einfach mal den kanalmitgliedschafts das ist der Button neben dem Abonnieren-Button. Fragen und Anregungen immer rein damit in die Kommentare und vielleicht sind die Videos im Abspann ja auch was für dich. Bis dahin, ciao!